Wer hat sich denn hier Draugr angelacht, ohne zu fragen? Benny. Ich dachte, es wäre nur einer, auf einmal waren es vier. Ist doch nicht schlimm. Mein Kill. Ist okay, ja. Komm hier nie hoch! Wow, der zieht gar nicht mal so wenig Schaden, der Draugr mit seinem Pfeil und Bogen. Mann, Mann, Mann. Hä, was schießt denn hier auf mich? Das könnte der Blob sein, der sich gerade von hinten so ein bisschen ansneakt. War da nee, irgendwas? Irgendein Pfeil schießen da. Okay. Hä? Oh, boah, Schutz, ich bin schon wieder vergiftet. Hier ist ein Skelett. Muss mich mal ein bisschen zurückziehen. Geh mal in das Haus vielleicht rein. Ich könnte möglicherweise draufgehen. Vielleicht sollten wir uns nochmal das Ganze re-evaluieren. Ich bin übrigens tot. Ja. Unsere ganze Sumpftour nochmal re-evaluieren. Erstmal einen Fermentierer bauen, falls wir das schon können. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen. Das wollte ich sowieso machen. Ich wollte es halt aber erst danach machen. Nee, ich glaube, wir machen das lieber vorher und dann guck ich mal, was wir für einen Giftwiderstand mit brauchen. Du brauchst Bronze dafür, du brauchst, glaube ich. Ach, scheiße, ich habe mein Bett nicht umgesetzt, dann macht ja nichts. Edelholz. Gehen wir durchs Gysi-Portal. Weil du machst es doch jetzt bestimmt, oder? Nee, ich hole erstmal mein Zeug wieder. Ach so. Na dann. Ich würde sagen, wir ziehen uns dann alle nochmal zurück und machen das erstmal. Ja. Dann. Kommst du, Benny, oder möchte ich unterstützen? Warte, nee, es passt schon. Ich glaube, der Sumpf wird signifikant einfacher mit Giftwiderstandstränken. Naja, deswegen, ich wusste nie, was die Med-Sachen machen. Ich, keine Ahnung. Ja, man muss ja auch durch die Erfahrung schlauer werden. Wenn du das alles schon weißt, passt das ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Möglicherweise habe ich einen Draugr angelockt und ich trage gerade nichts weiter als einen kleinen Schlüpfer. Ja, ich bin halt da. Dir. Wo bist du denn? Komm her. Ich mach das mal. An sich sind die Sumpfkreaturen, wenn sie jetzt nicht gerade in schieren Massen auftreten, ich will nicht sagen ungefährlich, aber zumindest machbar, handelbar. Aber der Giftschaden, der halt über die Zeit Schaden macht, ist problematisch. Den sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Jetzt bin ich hier hingesprintet und habe keine. Doch, habe ich. Stamina zum Springen mehr, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Gift hinter sich herzieht. Ich habe keine Suppe mehr, das ist natürlich schade. Du bist gestorben? Jo. Tragisch. Am Draugr? Nee, am Gift. Ach so, ja, der Klassiker. Während du gesagt hast, wir müssen auf das Gift achten, haben wir die Leeches besiegt. Ja, das ist halt echt viel, was Giftschaden verursacht hier im Sumpf. Aber das Schöne ist, dass es hier Swordling-Spawner gibt im Sumpf. Ach, ein Skelett! Unsere Swordling-Kernsituation sollte sich verbessern. Na komm her, Draugr. Komm her. Haha. Ha. Kevin ist heute on fire und holt den ganzen Damage nach, den er im letzten Stream nicht outputten konnte. Jo, ist so. Bin hier heute komplett ohne Probleme. So, ich hab meinen Schüssel auch wieder. Ja, ich bin hier erstmal bei Benny. Hol ich mir noch schnell wieder und dann. Okay, dann defenden wir mal Bennys Grab und. Dann haben wir eine Lehre gezogen und können dann das nächste Mal mit etwas Vorbereitung in den Sumpf gehen. Also das nächste Mal im Sinne von nachher. Nicht im nächsten Stream. Ich habe heute immer noch den Sumpf als Ziel. Ich möchte das bauen in der Schmiede. Was willst du bauen? Ach, der Fermentierer ist aber nichts für die Schmiede, ja. Kevin. Doch, stand doch nein. Da. Stand, du brauchst für den Fermentierer eine Schmiede, um den zu bauen, aber... So. Rein von der Zugehörigkeit aber, her ist das. Weil da steht, benötigt Schmiede. Ja, du schmiedest, du fermentierst ja nichts in der Schmiede. Das hat ja damit jetzt nichts zu tun. So. Richtig. Also hey, wir müssen die Schmiede bei uns abbauen und mit nach oben nehmen, aber ich würde den Fermentierer mit in die Speisehalle, in der Speisehalle verorten. Ja, das ergibt Sinn natürlich.
Wieso haben wir denn hier zwei Türen? Ja, ich weiß nicht, ich wollte eine. Alter! Wieso? Was denn jetzt? Ja, Benny hat mir den Boden unter den Füßen rausgemacht. Ja, weil du genau in dem Moment auch abgebaut hast. Das war einfach unglücklich. Ich hab nicht abgebaut. Ja, ich hab so sind zweimal abgebaut. Bleib doch mal hier, Junge. Papa will dich schlachten. Okay. Beware, we have Eternius on board. Nice. Also, den Vergleich verbitte ich mir dann doch. Ja? Also ich bin ein, wenn ich schlachte, dann nach allen Regeln der, ja genau, Bio. Bio Matze nach allen Regeln des Tierwohls. PETA-konformes Schlachten. Wieder! Muss schon wieder hier alles ablegen. So, was haben wir denn hier? Deine habe ich tatsächlich. Ich habe auch schon wieder ein volles Inventar. Es ist amazing. Hartz 4. Stimmt. Ja, gut. Ja, ja, okay, gut. Ja, Matze Fried Chicken ist eine kleine Ausnahme, was das angeht. Also, wo sind denn die Innereien? Habe ich noch keine spezielle Kiste für. Würde ich aber mit zum Fleisch geben. Ja. Passt für mich jetzt gerade am besten. Ja, ja. Alles gut. Oh, und ich muss unbedingt unsere Sumpfkiste hier ein bisschen sortieren. Also nächstes Mal wirklich zwischen den Streams. Und die Blutsäcke? Habe ich auch noch keinen. Kommt mit hier bei den Fangzähnen rein. Habe ich noch keinen wirklichen Platz für gefunden. Du kannst, was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du einfach die biomspezifisch beschriftest. Hab ich mir auch schon überlegt, aber wenn du dann so Sachen hast, wie hier zum Beispiel das Harz oder die Grauzwergaugen, die sich halt sehr schnell füllen. Aber die sind doch nicht, biomspezifisch, aber so Blutsäcke sind doch biomspezifisch. Grauzwergaugen sind eigentlich schwarzwaldspezifisch. Ja, das stimmt. Gibt's aber überall. Und Distel, ja, und sowas, aber es ist auch technisch. Aber ich würde trotzdem den zuordnen. Also ich würde schon die Zuordnung jetzt so machen zu dem Biom, wo sie heimisch sind. Ja, ich denke schon, ein paar Sachen können wir, glaube ich, zusammenfassen. So. Dann würde ich sagen, Kevin holt mal die Schmiede hier nach oben. Wie kann ich denn die wegnehmen? Du brauchst den Hammer und drückst mittlere Maustaste. Aber dann entferne ich sie ja. Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Du sollst ja die Materialien einsammeln und dann hier oben kurz bauen, damit wir den Fermentierer errichten können. Kannst du einfach hier mitnehmen. Nee, so einfach ist es nicht. Na, ist tragisch. In der Zwischenzeit versuche ich mal seine Taschen packen. Ja. Platz für den... Ja, ich glaube, die Schmiede darf Kevin nicht verlassen. Ist egal, wo ich die hinpacke? Na, so, dass wir hier im Hoppla. Dass wir hier hinten quasi in unserer Dingenshalle, dass wir da drauf Zugriff haben. Ja. Nee, das ist doch. Das ist ja nur, ist ja nur provisorisch. Ich nehme es ja dann wieder mit runter. Ja, na klar. Dabei. Ich bin der Dorfschmied. Matze ist der Koch. Benny ist der Koch. Ich bin lieber Architekt als Koch. Ich bin nicht schon wieder Koch. Dann bin ich Koch. Okay, dann ist Benny der Koch. Dann ist das jetzt dein Reich, Benny. Geil. So, was brauchte man für das Fermentierfass? Du brauchst Edelholz, 30. Was muss ich machen jetzt? 5 Bronze und 10 Harz. Ja, das muss aber Benny jetzt machen. Das ist sein. Aber ich bin der Architekt, also es ist jetzt auch nicht so. Aber ja, Benny kann das schon machen. Du darfst die hinbauen, ja. Also ach so, ja, einfach. Ja, okay, genau. Ja, das, genau. Hinbauen, aber benutzen muss ich Benny. Okay. Also 30 Edelholz, 5 Bronze und 10 Harz.
Bronze haben wir unten. Hast du zufällig Bronze geholt? Nee, Bronze habe ich jetzt nicht mitgenommen. Nee, ich habe gerade mit Benny geredet. Ach so. Hab ich. Wusste ich doch nicht. Das wusste ich doch nicht. So. Ist okay. Wir können erstmal nur eine bauen, weil da fehlt uns, glaube ich, das Bronze dafür. Ja, ja. 5 ist aber auch ganz schön happig, ne? Also. Ja, ja. Ich finde eher 30 Edelholz ganz schön happig. Nö, das geht. Aber 30. Mensch. So, kann ich die Schmiede wieder mitnehmen? Kannst du wieder mitnehmen, ja. Nice. Und während es draußen stürmt, bin ich immer wieder froh, dass wir es durchgezogen haben, hier ein Dach drüber zu zimmern. Kevin, warte mal kurz. Ja, du kannst auch gleich das Bronze wieder mit runternehmen hier. Das liegt vor der Holzkiste. Das muss hier nicht rumschimmeln. Ist jetzt. Hab ich das jetzt aufgenommen schon? Nee, es liegt hier noch vor der Holzkiste. Wo ist denn hier eine Holzkiste? Bin ich blind? Nein, nicht da drin. Hier in unserem. Ach, da, wo so. Ich gerade bin. Da habe ich sie hingeschmissen. Ja. Und ich merke bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke bei mir, dass die FPS ein bisschen in den Keller gehen. Also nicht dramatisch, so dass es unspielbar wird, aber ich merke das hier, wo wir viel bauen, dass da viel. Dass der viel zu rödeln hat. Ach so, nee, ich hab's schon selber. Wir haben keine Nixenschwänze mehr. Brauchen wir die? Ja. Yep. Warte, ich guck mal. Für den Gifttrank. Wir brauchen einen Nixenschwanz. Haben wir doch. Nee. Wir haben einen Nixenschwanz, safe. Nein. Hast du schon ein paar verbraucht, oder was? Ja, weil ich keine mehr hatte. Ach so, naja, das wusste ich jetzt nicht. Dann gehe ich mal unten am Fluss auf Nixenjagd. Nee, ich bin schon unterwegs. Oder bist du schon eher? Können doch zusammen auf Nixenjagd gehen. Wir können doch zusammen auf Nixenjagd gehen, das ist korrekt. Das schließt sich ja nicht aus. Dann gehst du die Seite, ich gehe die andere. Ja, genau. Also andere Richtung, wenn ich jetzt einfach. Dann würde ich fast sogar sagen, ich schieb mal die Essenskisten einfach aus der Lagerhalle raus und bau die mal bei mir in die Küche rein. Hast du denn da Platz für Essenskisten? Ja, mach ich mir. Benny macht sich Platz. Erstmal kurz die Lagerhalle komplett umbauen. So, da, jetzt habe ich Platz. Da muss ich als Architekt zwar erst meinen Segen zugeben, aber. Ach so, halt stimmt, mal. Nee, das darf ich ja gar nicht machen. Kann man sich Lizenzen oder sowas verkaufen? Wir können ja das Fair-Use-Prinzip machen. Okay. Also, du musst es dann halt danach nur abnehmen. Machen wir es so. Kleiner, ja, genau. Das finde ich gut. Hier liegt ein Fisch, den nehmen wir mit. Wenn er sich schon hier freiwillig an Land begibt. Aber die scheiß Nixen schwimmen immer von einer auf die andere Seite, Mann. Was soll denn das? Toll, ich habe zwar einen Hirsch umgenietet, aber keine Nixe, finde ich hier. Nixen spawnen für meine Begriffe echt selten. Also zumindest dann, wenn man sie gerade mal braucht, finde ich. Sind die im Wasser häufiger, oder? Ja, im oder am Rand halt. Auf jeden Fall in Wassernähe. Bleib hier, Fisch! Ich will dich knüppeln! Ach. Ich habe schon solide 0 Nixenschwänze bekommen aus den Nixen, die ich getötet habe. Ach so, ne, ich habe keine Nixen getötet bis jetzt. Oh doch, ein paar habe ich. Ah, hier sind 2. 3. Oh, jetzt geht's los. Ist da eine Nixe? Ah, müsste ich wieder rüberschwimmen. Habe ich mal gerade so keinen Bock drauf. Nixenschwanz. Hab ihn. Das ist gut, aber ich glaube es. Ja, aber ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir gleich ein paar mehr mitbringen, weil wir werden ja mit Sicherheit wieder nachbrauen müssen. Weiß ja nicht, wie viele Gifttränke man da rausbekommt aus einem so einen Nixenschwanz. Das muss der Koch sagen. Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe das Rezept noch nicht probiert. Ihr seid die erste Versuchsperson. Klingt fantastisch. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Entweder müssen wir das vielleicht mal offstream machen, dass wir mal irgendwie so eine Farming-Session machen. Wir haben von manchen Sachen so dermaßen wenig, so. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist. Also, oder auch mal wieder Bronze oder so. Ich meine, klar, das geht alles schnell, aber müssen mich einfach mal kurz hinsetzen, mal ein bisschen Bronze zusammenfarmen, damit jeder upgraden kann, so seine Sachen. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes hier immer. Und ich finde, wenn wir es halt im Stream machen, dann, naja, ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend. Es gibt viel Zeit für sehr eintönige Tasks drauf, das stimmt. Ja. Das ist dann das, wo häufig in solchen Spielen ist. Aber es lässt sich Stand jetzt erstmal nicht ändern.
Ich habe drei Nixen getötet und habe keinen einzigen Nixenschwanz rausbekommen. Na, ich habe ihn, wie gesagt, bis jetzt nur. Es nervt, dass die Droprate so beschissen ist. Jetzt habe ich den ersten Necktail. Necktails, Oh, komm schon. Passt. Alles ist mal so wunderbar, es sind Necktails. Cool, ich habe jetzt sogar eine Gesundheit von 130. Ja, die wascht, die bringt's, ich sah das. Ja, ist wirklich Würste so. Würste for life. Ich habe jetzt Würste, Suppe und Fleisch. Er hat heute irgendwie seinen Slide Negator, kann ich das sagen. Das ist aber doch nicht schlimm, man muss auch mal seine Neigungen ausleben. Ist auch okay, es war jetzt auch keine Kritik, es war auch nur einfach eine Anmerkung. Lass mich doch einen Homo-Day haben. Hm? Ich bring dir jetzt erstmal den nächsten Schwanz, den Ehen. Nice. Aber ich hab einen Slide Negator. Hier ist ein Grauzwerg-Schamane hinter mir. Der hätte was sagen können. Hinter dir ist ein Grauzwerg-Schamane. Nee, er hätte was sagen können. Und wie viel werden die draus? Warte mal, meine Güte. Na, was dauert denn nicht so lang? Ich muss also da 5 Minuten der Rede ist das nicht. Das ist echt so. Dieser Koch, ey. Langsamer Koch. Wir hatten den eingestellt. Wo ist denn der Honig? Beim Honig. Sorry. Eigentlich in der Naturscheißkiste. Oder du gehst draußen die Bienennester leeren. Die sind bestimmt wieder voll. Also ich finde wieder jede Menge Grauzwerge hier. Aber halt keine scheiß Nixen. Wir haben eine Biene verloren. Was? Biene. Na, ein Bienenstock ist weg. Scheiße, dann. Ja, das ist wieder das mit der Palisade, die wir schon seit wie vielen Streams bauen wollen, aber nicht machen. Die Bienen werden getötet oder was von Trollen oder so? Nee, oder wie, also alles, was du so baust, wird von Viechern angegriffen, glaube ich. Viechern. Von Viechern. Hau ab, Grauzwerg, ich suche Nixen. Niemand will dich. Ich würde ja mal über den Fluss schwimmen, aber erst hier. Aber übrigens jetzt schon wieder 457 Münzen. Das ist gut, ja. Fehlt immer noch ein bisschen was, aber ich würde auch noch so einen Gürtel nehmen. Ja, wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich wechsle mal die Flussseite, weil ich habe hier gerade gar nicht so viel Bock auf dunklen Wald, aber der ist auf der anderen Seite auch, von daher. Logisch. Weg mit den Viecher. Dieser Nebel macht es auch nicht einfacher. Ich sehe basically nichts. Aber ja, davon ziemlich viel. Gebirge sagen würde der Nabel. Am Nabel der Zeit. Ja, nee, ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie Sinn ergeben hat. Das macht ja nichts. Ich nehme mal die Innereien raus und tue sie hier in die mittlere Kiste. Das ergibt für mich irgendwie mehr Sinn. Die nicht mit dem gekochten Fleisch mit reinzutun. Ja, wie du willst. Ja, ich hab's auch gemacht. Wenn du da ein bisschen Karpsch bist, dann machen wir das so. Ich bin da ein bisschen Karpsch, ja. So, wir haben doch gerade ein bisschen Leerlauf. Lässt du die Finger von meinem Fleisch? Was denn? Ich hab's doch bloß anders angeordnet. Ja, das ist doch das Problem. Du bringst ja nicht meine schöne Ordnung in der Küche durcheinander. Echt, ja, ne. Brauchst du gar nicht. Brauchst mit Kannst du nicht einfach zu Benny in die Küche gehen und die Schränke umräumen? Also, hab ich bei mir doch auch gemacht, also was wollt ihr jetzt? Ich hab nichts umgeräumt, ich hab nur was rausgenommen und verwendet. Das ist was anderes. Ja, komm. Das ist was anderes. Ich hab's wieder dahin zurückgelegt, wo ich's gefunden hab. Das was übrig war. Du ugelige Ecke Laber. Nee, da muss ich Benny jetzt mal recht geben. Also, das geht nicht. Wir haben hier unsere Rollenverteilung nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Das hat ja alles Hand und Fuß. Wo kommen wir denn da hin, wenn der Schmied plötzlich mit seinen kohlebeschmierten Händen das Fleisch umsortieren kommt? Eklig ist das, hä? Mhm. Ne? Dann wird's gekocht und wir essen's dann. Hier, ich will ja nicht zungen! Aber? Wir haben kein Zinnerz mehr. Ja, das ist richtig. Also.
Da wirst du nicht mehr viel Bronze draus machen können. Das war ja schon das letzte Mal unser Problem. Aber wie gesagt, das sind halt alles solche Off-Stream-Sachen, die man mal... Ursprünglich, also eigentlich ja. Und ich krieg auch gerade wieder richtig schlimme Vibes von dieser Tour, die ich ganz am Anfang mal gemacht habe, wo ich Skelett... Dingensens hier Knochenteile suchen wollte und einfach nicht gefunden habe. Genau so ist es gerade jetzt wieder, bloß halt mit Nixenschwänzen. Ich habe einen Nixenschwanz und ich... Ihr seht ja, wo ich bin. Nö. Ey, du Ugelig. Stattdessen werde ich hier von Krautzwergen malträtiert. Naja. Denkt an... Die ihren scheiß Waldbesitzanspruch durchsetzen wollen, aber so funktioniert das nicht. Nicht mit mir, Freunde. Was bist denn jetzt so? Dich mal nicht so. Ich könnte ein bisschen Zinn abbauen, Kevin. Ich habe Platz im Inventar und laufe hier jede Menge, an jede Menge... Wenn du nichts zu tun hast... Da ich hier keine Nixen finde, habe ich auch gerade nichts zu tun. Und es dich danach dünkt, dann kannst du gerne für mich ein bisschen Zinn abbauen. Ich werde also du kannst gerne auch Zinn abbauen, weil dadurch, dass ich den Gürtel noch nicht habe... Und Zinn sehr schwer ist, werde ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel mitbringen können. Aber das, wo ich hier quasi drüber stolper, das kann ich abbauen. Ja. Ja, ich muss ja erstmal in der Schmiede bleiben. Ich muss das ja Ganze steuern. Hm. Ja. Ich hätte hier einen Trollcase. Ich kann nicht einfach so weggehen. Aber nee, lieber nicht. Ah, der Nebel lichtet sich. Ich kann wieder was sehen. Jeder muss das hier steuern. Preiset Odin. Apropos Odin, der ist mir neulich begegnet in meinem Solo-Spiel. Nee, was sagt er denn? Nee, der sagt nichts, der steht bloß ein bisschen cringe am Rand und guckt zu, wie man voranschreitet. Aber er spricht nicht mit einem. Aber es gibt ihn hier im Spiel. Genauso gibt's Thor, dem bin ich aber noch nicht begegnet. Sorry. Was? Ein bronzener Faustschild! 10 Bronze! Ja, der ist nicht ganz billig. Manometer. Manometer. Haben sie die Preise erhöht, du? Schweinerei! Früher hat das nicht so viel gekostet. Ja, zu DDR-Zeiten war das alles ein bisschen anders. Das war ja, das hat ja da noch 5 Ostbronze gekostet. Was anderes. Wo wir gerade beim Thema Ostbronze sind. Ich würde demnächst eine Bestellung beim Schmied aufgeben. Ja. Würde gerne einen zweiten Fermentierer beantragen. Ach so. Und dazu brauchst du meine Schmiede, ne? Naja, ich brauche halt. Und du brauchst Bronze. Wie viel brauchst Bronze, du Bronze? Ich weiß nicht, 5 waren es, glaube ich. Naja, sag aber, du musst doch wissen, ja, wie viel du brauchst, Kevin. 5 Bronze brauchst du da jetzt. Naja, weiß ich jetzt nämlich, 5 Bronze. Naja, wie gesagt, das war nur eine Bestellung, die ich aufgegeben habe. Ja, sag dem Architekten Bescheid, dass der dann rechtzeitig sich Termine freimachen kann, um den Fermentierer aufzubauen. Ja, oder du musst halt eine Lizenz erwerben, eventuell vom Architekten. Das geht natürlich auch, ja, eine Fermentierungsbaulizenz. Also die Bronze hätte ich da, ne? Okay, na, wie gesagt, muss der Schmied wissen. Ne, der Schmied muss es nie wissen, das muss ja der Dings wissen. Ja. Ob du das darfst, der Architekt muss das wissen. Ach so. Der Architekt erteilt hiermit eine Lizenz für den Fermentierer. Okay. Ach so. Wenn naja. Der Schmied sein Bronze-Okay dazu gibt. Ich finde das lustig. Muss alles seine Ordnung haben. Die Ordnung muss immer eingehalten werden. Das ist immens wichtig. Ja. Dürfen wir uns auch nicht drüber lustig machen oder so. Du lachst. Ich finde hier jede Menge Trollcaves unterwegs. Matze, wie ist denn das jetzt eigentlich bei Karotten, wenn ich die ernte? Also ich muss quasi die fertigen Karotten ernten und kann die dann wieder einpflanzen, oder wie ist das? Pass auf, du hast Glück, weil der Architekt ist nämlich auch Bauer. Ja, aber jetzt bin ich ja Bauer, weil das gehört mit zum... Ja, ja, aber der Architekt zum Bauer kann dir das jetzt erklären, wie das funktioniert. Mhm. Rechte Hand findest du die Karottensamen, die weißen, blütenartigen Dinger. Das sehe ich, ja. Genau, wenn du die erntest, kriegst du, obviously, Karottensamen.
Die kannst du links da einpflanzen, wo die Möhren jetzt sind, weil daraus wachsen, also wenn du einen Karottensamen einpflanzt, wächst eine Karotte. Wenn du rechter Hand eine Karotte einpflanzt, wachsen Karottensamen. Das ist klar, weißt ja. Also du musst naja, jetzt quasi, du nimmst quasi die, du erntest quasi links die Karotten und rechts die Samen, pflanzt dann rechts, wo die Samen waren, neue Karotten, damit neue Samenpflanzen wachsen. Und linke Hand pflanzt du dann mit den Karottensamen neue Karotten an. Jo, Koch! Also, ja, Schmied? Mehr. Was machst du? Das Schmiede steht da. Jetzt bau mal deinen Fermentierer hier. Ah, du brauchst noch Bronze, ja? So, Roll. Ja. Die Hirten. Ich glaube, wir haben uns ein Bürokratiemonster geschaffen. Ich find's lustig. Also wirklich jetzt? Noch ja. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich markiere übrigens mal die Zinnvorkommen hier auf der Karte, für den Fall, dass wir irgendwann mal wieder was suchen und nichts finden. Und ich hoffe, ich bin hier gleich aus dem dunklen Wald raus, damit ich wieder in andere Gebiete vordringe. Warte mal. Und woran liegt's denn jetzt, Koch? Da nicht, das ist ein Itemstand und nicht der Fermentierer, aber warte mal. Ja, warte, ich bin blöd. Ja, sowas passiert dann halt, wenn der Architekt nicht baut, ne? Sondern wenn der naja. Die Architekturlizenz erwirbt. Was machst du denn jetzt an meiner Schmiede machen? Ah, hier, Feinholz und Harz brauche ich noch. Merkst du das, Matze? Der Dr. Koch macht einfach. Ja, ja. Der holt sich nicht aus der Lizenz. Nein, der macht schon jetzt alles weg. Das habe ich befürchtet, um ehrlich zu sein. Mhm. Dass der Koch hier sein eigenes Süppchen kocht. Er darf seine Schmiede wieder mitnehmen. Ne, ist doch Wahnsinn, hä? Das war mir ein Fest. Krieg ich das Bronze auch wieder? Hab ich dir doch gegeben. Oh, Leute, was ist denn das hier? Verpisset euch aus meinem Leben. Ich will den Troll schlachten. Ich habe keine Zeit für euch Gesindel. Für euch Gesindel? Ist so, ne? Jetzt kommt doch noch ein Skelett, sag mal, willst du mich roffeln? Ja, wahrscheinlich, ne? So. Aus der Sonne. Was fehlt mir da jetzt? Bin ich ein bisschen blöd? Schmied? Ja. Ich beantrage eine Vollmacht, mir immer Kohle zu holen. Einfach nur, weil ich das tatsächlich auch oben brauche. Okay, ist genehmigt. Kohle Lizenz erteilt, na Gott sei Dank. Ja. Dauerhaft. Aber das kostet Abgabegebühren. Wie viel denn? Okay, schon mal, ne. Brauch Holz vor der Hütten. Dann brauchen wir aber auch jemanden, der die Abgaben eintreibt. Naja. Ja, wir können jetzt hier nicht noch einen Zollbeamten rankarren, also bitte. Nee, wir bauen eine Finanzbehörde. Bin ich jetzt ein bisschen doof? Brauchen einen Schatzmeister. Grundsätzlich dagegen, dass wir jegliche Art von Behörde brauchen. Das finde ich nicht okay. Behörden sind verdammt wichtig, verdammt. Wir brauchen Behörden. So. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Platz für nichts mehr.